So, meine Lieben, wunderschönen Donnerstagmorgen, einen erfolgreichen, gesunden und disziplinierten Start in den neuen Tag. Ich hoffe, euch geht's gut. Den Rest, den holen wir uns. Wir sehen, dass wir mit der Einschätzung vor wenigen Tagen, in dem wir geschätzt haben bzw. erwartet haben, dass sich der Markt seitwärts bewegen wird in diesem Preisbereich, das hat sehr, sehr gut auch zugeschlagen. Wir bewegen uns weiterhin extrem seitwärts und das erinnert uns an eine Situation, die hier in einem ähnlichen Ausmaß nur über ein deutlich breiteres Spektrum stattgefunden hat. Das heißt auch hier, der Preisbereich, der wird ein bisschen enger, der wird ein bisschen intensiver und nach einem Spannungszustand, vor allem wenn letztendlich Liquidität abgebaut wird, das sehen wir immer wieder, wenn der Markt in eine Konsolidierung geht, dass wir sehen, das Volumen, das nimmt erstmal ab, bevor wir dann durch die Liquiditätseliminierung einen neuen Impuls bekommen. Woran liegt das? Letztendlich ist natürlich das institutionelle Geld hier sehr daran interessiert, möglicherweise die Strukturen oder Positionen zu etablieren, die zu ihrem Gunsten verlaufen. Das bedeutet, wir müssen immer in Liquidität denken und nicht das, was wir zum Beispiel als Retailer sehen und denken, wir gehen einfach mal short oder long, sondern wie gesagt, der Liquiditätsgedanke ist hier das, was uns wahrscheinlich deutlich besser auch zuträglich ist. Hier sehen wir, wir haben uns seitwärts bewegt, das Volumen nimmt langsam ab, die Liquidität wird eliminiert, was bedeutet, jetzt können kleinere Positionen größere Bewegungen letztendlich auslösen. Ist ganz klar, wenn viel Liquidität vorliegt, dann braucht der Markt auch sehr viel Geld, um viele Positionen bedienen zu können, was bedeutet, viel Geld muss viele Positionen bewegen, damit viele Positionen den Markt bewegen können. Jetzt ist das, die Liquidität langsam eliminiert, das Volumen nimmt ab, entsprechend die Wahrscheinlichkeit, dass wir jetzt in den kommenden Tagen einen deutlichen Impuls bekommen, extrem groß. Wir haben hier ein ähnliches Beispiel bekommen. Vergangene Daten sind für uns häufig so ein Anhaltspunkt zu sagen, wir schätzen deswegen ab, was passiert. Aber das ist ein ganz großer Fehler, den sehr, sehr viele Menschen wahrscheinlich einfach, ich sag mal so ein bisschen fälschlicherweise technische Analyse unterstellen. Sie denken, weil der Markt hier reagiert hat, wird er nochmal reagieren. Und wir haben sehr, sehr spannende Informationen herausgearbeitet, nämlich der Markt geht meistens in ein tieferes Tief, bevor er irgendwas macht. Weil das Ding ist nämlich, hier geht es nicht darum, dass wir Retailer sagen, der Markt bewegt sich hier in ein Tief und wir kaufen das Tief auf. Das macht keinen Sinn, vordefinierte Bereiche letztendlich als Kauf- oder Verkaufszonen zu clustern. Sondern was hier passiert ist, hier sind mittellangfristige oder nicht so langfristige Ansätze letztendlich verbunden, die sagen, pass auf, wer hier im Markt ist und möglicherweise hier noch nicht rausgegangen ist, der wird hier vielleicht immer noch im Markt sein. Und dann müssen wir die Marktpsychologie anwenden und halt eben auch dieses Reverse Engineered Wissen, also letztendlich überlegen, was macht jeder. Das, was jeder macht, kann an der Börse nicht zum Erfolg führen, weil nicht jeder Geld verdienen kann. Das heißt, wir sollten das vielleicht den Spieß ein bisschen umdrehen. Und das ist das, was tatsächlich passieren könnte. Heißt jetzt ein einfaches Beispiel, hier wurden 100 Positionen long geöffnet, könnte man sowas in der Art quasi in einem Open Interest sehen, hier wurden nur 50 geschlossen, das heißt möglicherweise sind hier immer noch 50 offen. Und das versuchen wir durch eben die Strukturen, die Marktbewegungen, die Volumina mehr oder weniger herauszufinden, weil nur dadurch könnten wir erkennen, was ist das Potenzial und das Bestreben des Marktes, vor allem aber, was ist das Bestreben der Retailer, also der privaten Trader wie du und ich, und was kann eben dazu führen, dass genau die früher oder später in das Licht gejagt werden, damit eben die Liquidität, die von den Retailern bereitgestellt wird, dann eben von den Institutionen und Banken weiterverwendet werden kann. Und das ist genau das gleiche Spiel, was wir hier letztendlich auch anwenden. Deswegen haben wir hier letztendlich vermutet, dass wir uns seitwärts bewegen, weil unter dem Tief Positionen etabliert werden. Aber was wir halt auch sehen ist, unter diesem Tief, wo die Liquidität liegt, da ist Liquidität gerade, aber die führt nicht sonderlich dazu, dass sich der Markt in irgendeine Richtung bedeutend bewegt. Die Indizes gerade halt auch sehr wackelig. Es geht nach oben, es geht nach unten, aber auch da, der fade Beigeschmack ist immer da. Das heißt, nach einem positiven Tag kommt häufig ein umso negativerer Tag, der immer wieder so einfach die Stimmung dämpft. Wir schauen, der DAX bzw. S&P 500 und US30 sind aktuell relativ freundlich, aber gestern kamen die Notes eben letztendlich der FOMC raus, die mitgebracht haben, dass eben der nächste Zinsschritt um 0,5 Punkte nach oben extrem wahrscheinlich ist. Und das wurde betitelt als, es ist noch nicht im Markt integriert. Bin ich vorsichtig, weil alles das, was Analysten schreiben, ist meistens das, was ihnen in die Tasche spielt. Und wenn die Information an die große und breite Masse kommt, dann ist die Information schon drin, nämlich dann wird die Gegenbewegung genutzt. Dementsprechend wäre ich vor solchen Aussagen immer sehr, sehr vorsichtig, die zu nutzen. Aber wir können natürlich trotzdem sowas als Brandbeschleuniger weiterhin sehen für weiterhin fallende Kurse. Was sich nicht geändert hat, wir haben den großen Schatten mit dem großen Volumen. Das heißt, hier drunter wird wahrscheinlich Liquidität liegen. Und das unter anderem halt auch daran, weil natürlich hier einige Personen den Dip gekauft haben und wahrscheinlich gerade auf Profite sitzen. Aber wenn die letztendlich ihr Kapital
Kapital hier oben oder ihre Position hier oben liquidieren möchten, heißt das, die würden mögliche Liquidität von Institutionen und Banken wegnehmen, die letztendlich auch hier unten gekauft haben und hier oben ihre Position entledigen möchten. Das bedeutet, die Wahrscheinlichkeit, dass wir so nach diesem Wyckoff-Schema hier die Long-Traderinnen und Trader nochmal rausschütteln, bis wir dann tatsächlich einen Turnaround machen, ist relativ groß. So ein Szenario, allein nur wenn ich das einfach mal so darstellen darf, wie ich es kennengelernt habe, ist ein typisches, dass wir uns quasi so bewegen. Das wäre ein typisches Szenario. Was wir häufig machen, ist nämlich auch wie hier, wir füllen einmal diesen Schatten, der Markt testet diesen Bereich an, bricht nach oben weiter durch, kriegt dann eben an diesem Konterlevel neue Liquidität und zeigt dann möglichen Turnaround. Das heißt, das wäre tatsächlich die Idee, die ich jetzt einfach... Ich glaube, ich habe den Nisa gerade rausgeschnitten bekommen. Das Video wird vorzeitig gestoppt. Also, was hier sehr, sehr möglich ist, ist, dass wir uns die Liquidität darunter schnappen, den Retest nach oben liefern und wenn wir sehen, das wird nicht für einen neuen Gegenimpuls sorgen, dann könnten wir wahrscheinlich hier einen mittelfristigen Turnaround auch bringen, um letztendlich dann diese Marktbewegung zu identifizieren und dann potenziell einen kleinen Turnaround zu bekommen. Die aktuelle Fiskalpolitik spricht einfach nicht für super steigende Kurse. Das ist einfach so. Die Daten dahinter haben sich nicht super geändert. Trotzdem kann Bitcoin sich natürlich mittel- bis langfristig auch hier etwas behaupten und durchsetzen, weil einfach Bitcoin gerade sehr, sehr stark nachgefragt wird. Gestern habe ich mich noch mal ein bisschen damit beschäftigt, dass eben Bitcoin natürlich auch sehr, sehr starke Parallelen zu dieser Tulpenkrise oder dieser Tulpenblase viel eher aufweist. Ist ein spannender Punkt, vielleicht aber eine ganz, ganz andere Marke, als wir hier über Bitcoin sprechen, aber einfach mal da drüber nachdenken. Es kann passieren, dass eben sowas halt auch nur einen Wert hat, weil es von Menschen einen Wert bekommt, der sogenannte Tinkerbell-Effekt. Wir wollen aber nicht über Effekte und irgendwelche Wissenschaften sprechen, sondern über die Märkte. Wir sehen, wir haben uns jetzt hier sehr, sehr seitwärts bewegt. Wir bewegen uns hier in eine Art Ausbruchszustand, wir haben darüber gesprochen, wir haben jetzt hier so einen Wimpel quasi wirklich gebildet und die Liquidität liegt ganz offensichtlich hier weiter drunter. Würde halt auch in die Karten spielen, denn so ein Ding hier kann tatsächlich das Phänomen mit sich bringen, dass wir dann eine Trendfortsetzung haben, wie es im klassischen Buche steht. Dass sowas nicht unbedingt super wahrscheinlich ist, ist uns auch klar. Das heißt, dass wir genau eine gleiche Trendfortsetzung bekommen auf die 16k, würde ich erstmals bezweifeln. Nichtsdestotrotz sehen wir, darunter liegt Liquidität. Wir sehen es an den großen Volumina, was mit sich bringen kann, dass wir uns dann auch in diese Gefilde bewegen. Gehen wir mal ins Volumencluster und sehen, ja, wenn es hier drunter geht, dann haben wir als mögliche Liquidität hier diese Stop-Loss-Cluster, die da vielleicht drunter liegen. Aber was wir auch sehen ist, dass der Volumenpol, der nächste Volumenpol liegt dann tatsächlich erst bei den 17k und da haben wir diese Seitwärtszone. Das heißt, wenn es tatsächlich in eine Muster Trendfortsetzung geht, hätten wir hier unten bei 17k nach Volumenprofil wie halt auch nach der technischen Chartformation-Analyse einen soliden Anhaltspunkt. Für uns spannend ist definitiv erstmal der Bereich hier drunter in den 22 bis 25k, weil hier die Stop-Loss-Cluster akkumulieren und das ist natürlich eine sehr, sehr schöne Möglichkeit, da auch wieder institutionell dann Position zu etablieren. Wir sind weiter in einem Abwärtstrend, das wird sich so schnell auch nicht ändern. Wir gehen mal auf Wochenbasis. Wochenbasis haben wir ja bisher sehr, sehr spannende Bewegungen bekommen. Wir haben es bereits schon vorher auch gesagt, wenn der Markt nicht hier drunter schließt, ist soweit noch alles gut und wir sehen, wie wichtig dieses Level ist. Ja, schau dir gerne die vorherigen Videos an, wie wir das hergeleitet haben. Aber wir sehen, dass dieses Level hätte unterschritten werden müssen, aber es wurde nur per Schatten unterschritten. Das heißt, hier wurde Liquidität geholt und was jetzt einfach passiert ist, es ist sehr, sehr spannend. Wir sehen, dass der Markt hier dieses Level zweimal in zwei Folgewochen angetestet hat. Sollte das bestehen bleiben, haben wir definitiv die Möglichkeit, die Ineffizienzen bis zu diesem Bereich hier zu füllen und auch bis zu diesem Bereich. Das heißt, wir hätten dann tatsächlich so ein Erholungspotenzial bis zu den 33k vorerst, aber dafür muss halt entsprechend auch der Markt etwas wohlgesonnen sein. Wenn wir hier nach unten durchbrechen und unterhalb dieser Marke, die haben wir schon häufig besprochen, die 28,7 circa, wenn der Markt darunter schließt, dann haben wir ein absolutes Bärenszenario. Und dann ist die Wahrscheinlichkeit riesig, dass wir unter die 25k-Marke nochmal fallen. Das ist der ganz, ganz klare Gameplan. Das möchte ich nicht sagen, weil ich das sage. Ich kann mich genauso gut irren, aber reine Price Action, reine Chart-Analyse gibt uns genau diese Marken vor. Und denk immer dran, technische Analyse ist nicht Hokuspokus oder halt auch nicht, wie so häufig genannt wird,
Astronomie für Männer, sondern das ist zwar eine männerdominierte Domäne, nichtsdestotrotz ist das dann auch Astrologie für Frauen. Trotzdem, wichtig ist, es geht nicht darum, Dinge vorherzusagen, es geht darum, abzuschätzen, Chance, Risiko, wer hat noch Positionen offen, wo wird das Smart Money in den Markt kommen, wo werden die dummen Retail-Trader letztendlich outgesmartet, um hier entsprechende Bewegungen antizipieren zu können. Und das ist das Wichtige und das ist, was wir auf diesem Kanal machen. Wenn dir das hier gefällt, freue ich mich natürlich sehr über den Support. Wir sind fast bei den 9000 YouTube-Abonnenten. Hätte ich mir niemals vorstellen können, aber ihr steckt halt auch seit mittlerweile, ich glaube, anderthalb Jahren tägliche Arbeit drin. Deswegen freue ich mich, wenn das Ganze hier auch Anklang findet, wenn ihr das hilft, wenn ich das unterstütze. Ich freue mich immer über Feedback, auch wenn ich auf manche Kommentare nicht reagiere, ist es halt einfach nur, dass ich ein bisschen Ressourcen und Emotionen schonend selber arbeite, weil ich mein Geld halt an der Börse verdiene und dafür auch irgendwo einen klaren Kopf brauche. Nichtsdestotrotz freue ich mich sehr über den Support und den Kontakt hier. Ganz liebe Grüße, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Dein Dominik von der Wall Street Story. Ciao, ciao.